Willkommen zurück zu einer neuen klebrigen Folge. Freitag der 13. mit dem Klebeband Masturbator Kreis. Ich bin der klebrige Bandit, Alter. Der klebrige Bandit, ja. Klauen tut er nichts, versteckt sich nur hinter Gardinen und beobachtet seine Opfer. Man hört nur ein leichtes Fappen. Ein ganz leichtes Fappen hört man. Und ich hinterlasse überall einen Prittstift. Er überlässt überall Schneckenschleimspuren. Das ist kein Schneckenschleim, das ist Ektoplasma. Das ist Ektoplasma, hier war ein Geist. Hier war ein Geist, Ach ja, aber früher hat er Elefantenwaffeln gepresst. Das war ja, damals seine Leidenschaft. Ja, da braucht man nur einen alten Elefantenfuß und so ein Kreppeisen. So ein Kreppeisen und dann zack, draufgedrückt, reingepresst. Ja. Ich habe den Schlüssel, by the way. Das ist cool, wo genau bist du denn gerade? Ich bin ganz, ganz weit weg. Eigentlich an dem Auto, kommst du gleich? Ja, wenn du willst, kann ich da gerne hinkommen. Ich bin drüben beim Viersitzer gerade. Ja, okay. Beeil dich. Fuck. Ich dachte, ich muss dir erst auswählen. Jetzt weil der eine hat schon Benzin. Wir machen das gerade hier klar. Wenn du schnell bist, dann können wir direkt entkommen. Snitchy, hä? Ja, ja. Das ist nicht. Oh, guck mal, da hinten sehe ich sie alle schon. Da mache ich doch mal einen kleinen Teleport. Ja, aber wir haben den Pullover und wir haben Stöcke und Zweige. Hey, der Batterieboy, da kriegt er auf einmal Schiss. Hä? Oh nein, es ist schon wieder Retro auch. Alter, er spielt immer Retro, weil er die Bugs und die Glitches. Die User. Geil. Die User, ne? Hauptsache ein Glitch-Use. Das ist genau sein Ding. Hab's nochmal schön durchgeglitscht. So, ich geh jetzt erstmal hier in die Bude rein, die gefällt mir. Ja, sorry, besetzt. Ups, und da ist auch ein Riegel davor. Ah, Entschuldigung, Sicherheit geht vor. Man, kann ich ja nichts machen. Entschuldigen Sie bitte, ganz kurz, Augenblick. Entschuldigung. Safety first. Hier ist eine Karte. Kreis wird ab und zu noch Killer. Ich werde nie Killer, weil... Die haben halt erkannt, wenn Keys Killer ist, einfach zu krass. Ist einfach zu krass. Der Mann metert durch, der macht Sniper-Teleport-Crips. Ist einfach zu krass. Ich wurde offiziell gesperrt. Zack. Alter, die eine hier will mich töten. Oh, das gibt's doch nicht. Dämliche Bitch. Verrat mir, wo sie ist. Ja, hol sie dir hier. Camp Hillbrook. Hol sie dir. Schnell, komm her, Jason. Rette mich, Jason. Die snitcht! Schnell. Wer snitcht? Hier! Komm! Die da mit dem Gestreiften! Die mit dem Gestreiften, Jason! Die mit dem Gestreiften? Ja, die da! Hey, who's snitching here, hä? Hol dir die Schlampe und bring sie um! Ich versuch sie zu blockieren, warte, ich versuch sie zu blockieren! Mach sie kalt! Alles klar, gut gemacht, Jason. Ich bin aber weiter, danke. Ach, sie hat ein Messer. Jason, der freundliche Geist. Friendly Jason, rettet deinen Tag. Jason, gegen Schummler und Snitches. Nee, die hat mich wirklich hier versucht zu verkrüppeln. Also die ist echt eine miese kleine Ratte. Die hat den Tod verdient. Die hat absolut den Tod verdient. Ich hasse solche Leute. Die Leute nur verkrüppeln, weißt du, die töten ja nicht, die verkrüppeln erstmal. Snitch. Hast du sie? Nein, noch nicht tot, aber sie läuft davon. Sie versucht's. So, dann gehen wir doch mal, da holt er gleich wieder ein bisschen auf. Das ist doch was Feines. Bring sie um, Mann, bring sie um. Widme mir diesen Tod. Snitching, Bitch. Zack. Oh, lass sie leiden. Nee, die wird einfach geslaudert. Geslaudert? Einfach geslaudert. Oh, I'm so scared. Na, aber die war richtig mies. Weißt du, ich war halt pissed, weil ich die Tür zugeriegelt hab. Aber trotzdem, weißt du, wie oft mir schon die Tür vor der Nase zugeriegelt wurde, da snitcht man nicht rum. Ui, wer leidet denn da in der Ferne? Hat sie sich gerade schön deodoriert. Wer macht denn da wilde Chokey Games in der Ferne?
Ist denn schon irgendwas? Ah, okay. Ich sehe ein wenig Hoffnung für meine Team. Ich glaube, die anderen sind gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, da sind ein paar fähige Boys dabei. Greif wieder hochkonzentriert. Ja, ja. Wieder in seiner Killer-Matrix. Er muss ja, halt. Jetzt kommen sie hier mit Messern und so. Ja, ich muss mich hier konzentrieren. Ich wollte ihn jetzt gerade, die Anspannung war hoch. Ja, ich wollte ihn an seinen Hoden greifen. So, schauen wir mal, wo sie lang sind. Solche Sachen macht der Mann. Also ist echt da, ja, ekelhaft. Mal. Absolut ekelhaft. Oh, was war denn das eben gerade für ein Schrei? Da, Grab by the Pussy? Erwischt. Alter, Grab by the Pussy. War das ein Pussy-Grapper? Das war ein richtiger Pussy-Grapple, Alter. Da ist noch einer hier. So, wer ist das denn? Bist du das? Nee, ich bin's nicht. Ja. Ich mach Dinge, von denen weißt du nichts. Ich hab Dinge getan, hab Dinge vor. Die sind so krass, die Dinge, die ich tue. Darfst du eigentlich niemanden erzählen. Willst du jetzt wirklich mich jagen? Ist er denn? Bist du das? Nee. Ach nee, da ist noch ein schwarzer Dude. Alter, wie viele sind denn schon tot? 2, okay, das ist jetzt nicht so gravierend. Hat er 2 umgebracht. Die Kreisquote von 3, das ist immer so die so. Quote. Da wird einer gewürgt. Ja, aber jetzt vorbei, oder? Der Spuk ist vorbei. Ich weiß nicht. That's my Jason. Jo, ich bin so ein spezieller kleiner Bursche, Mama. Ach, guck mal, da ist noch so ein schlechter Dude der hier. Der Typ da drüben mit dem Pockengesicht. Ey, was? Ah. Sterben jetzt wirklich alle, wie die fliegen? Ah. That's my Jason. Komm schon. Wie ist denn die Lage? Alle machen nichts, finde ich gut. Da im Auto steht der Schnösel und sagt, ich bin geschnöselt. Oh, er wollte tanken. Hä? Die Batterie war noch okay, aber tanken, mein Freund, da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Was zur Hölle? Da lege ich hier meine kleine Falle hin. Ja, so, jetzt habe ich da voll hingelegt. Was muss jetzt? Oh, da tritt er rein, das Idiot. Ist jetzt wirklich reingetreten? Absichtlich? Ja, sicher. Ah, das ist so. Und er ist direkt raus. Ah, tolles Team. Ja, da würge ich wieder die Luft. Habe ich ein bisschen in die Luft gewürgt. Tolles Team. Gruß. Hammer, hammermäßig. Oh, warte mal. Wer ist da? Toss Alive. Wallace muss ich noch erwischen. Hammermäßig. Wie er sich einfach in die Falle stürzt und sagt, yo, nee, mach fertig. Nimm mit. Mach fertig, du. Mach fertig. Kannst du machen, ne? Nimm sie mit. Klar, tritt so rein in die alte Treppe. Ist sogar kein Problem, du. Die alte Bärenschnalze. Sagt man so, ne? Bärenschnalze, das ist so der offizielle Ausdruck. Ja, du hättest lieber bei deinen Elefantenwaffeln bleiben sollen. Elefanten sind nämlich die einzigen Säugetiere mit Abstand vom Menschen, die ein Kinn haben. Sonst hat niemand ein Kinn. Ja, niemand hat ein Kinn. Es gibt auch einige Menschen, die haben kein Kinn. Ich kenne da so ein paar. Ja, kenne ich einen, Alter. Der hat auch so ein bisschen Stirn. Ja, der hat ein bisschen Stirn. Aber weniger Kinn. Aber wenig Kinn, ja. Das Kinn ist irgendwie in die Stirn gerutscht. Mr. Forehead nannte man ihn. Jason Forehead. Unten am Rapala. Tank schon auf. Alter, bist du immer noch bei dem... Ui! Oh, das Boot ist getankt. Haben die das Boot getankt? Bootbube? Ich weiß nicht. Da sind noch überall Fallen. Wo sehe ich denn, ob die ausgelöst wurden? Das kann ich gar nicht. Alter, Bootbube. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Regelt das am Boot. Komm schon, go, Bootbube. Bootbube, rettet den Tag. Also ich schleich mal, dann sieht er mich vielleicht nicht. Bootbube. Ich glaube an dich, Bootbube. Hallo, ich mach mal die Tür normal auf. Upsa. Na. Ey, der komm ist kaputt. Komm schon, Bootbube. Hast du ihn? Wen? Den Typen da? Ja, aber irgendwie... Hä? Nee, ich hab hier den Tommy Harvest, bin ich gerade am... Harvest, nein! Ich hoffe, ich mache das richtig. Please. Harvest, nein! Du musst überleben.
Ach, Harvest. Du musst überleben, Harvest. Ich glaub an dich. Gibt's hier nicht irgendwie einen coolen Mülltonnenkill oder so? I believe in global Harvest. Der hatte noch ein Messer, oder? Nee, er ist einfach entkommen. Der ist entkommen? Ja. Wie? Man kann jetzt schon raus? Mhm. Das gibt's doch nicht. Wie ist der denn entkommen? Was hat der denn jetzt für magische Methoden? Charles Chavesser. Ich glaube an Tommy Chavez. Fährt einer ganz mies, fährt einer ganz mies. Nein, 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 das ist alles Teil. Teil der Idee. Ja, jetzt kommt Teil das Messerchen. Der Idee. Ich habe kein Messerchen. Na, natürlich habe ich ein Messerchen. Ja, natürlich klar, hat er ein Messerchen. Ja, na klar. Aber das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht noch lange nicht. Nee, das reicht nicht. Also nicht für so einen sportlichen jungen Typen wie mich. Wir müssen ihn stunnen. Wir müssen ihn stunnen. It's the only way. Stun this dude. Warte, mach mal kurz hier. Oh, du Drecksack, du Schwein, du widerliches. Wo wollt ihr hin, ey? Bock auf Urlaub oder was? Ich gehe jetzt einfach so. Leck mich doch. Ist mir scheißegal. Hau ab. Girl. Mieses Schwein. Ich werde dich so zusammenschlagen. Komm her! Trau dich! Habe ich euch den Spaß versaut ein bisschen, hä? Ach ja, guck mal. Da schlägt aber einer ein bisschen auf die Fliegen, die um mich herum sausen, ne? Du Arsch, Alter! Zack. Komm! Er ist so ein Schwein! Aber was jetzt? Wir kommen hier niemals weg! Wir kommen hier niemals weg! Car Camper Jason! Boah, da hat aber einer Stun-Bonus, hä? Ja, ja, ja. Okay, how's that? Nice. It's driving! It's driving! Ooh, baby, it's driving! Oh, komm schon! Wo ist das? Ist das denn auf einmal? No! Eierkopf! Schlag zu! Schlag zu, Eierkopf! Gut gemacht! Ich komm nicht rein, oh, wieder dieser Bug! Ah, guck mal, ich glitsche! Ich kann mich bewegen irgendwie! Oh no, wieder dieser Scheiß. Oh, was? Ah, der hat doch auch noch mal ein Messerchen, oder nicht? Bug using Jason. Ich kann nichts tun. Ja, schlag ihn. Oh, schlag Eierkopf noch auf den Rücken, geil. Ja, ich konnte ja nichts machen. Hä? Es war total buggy. Du drehst dich bei mir und alles. Ja, sicher. Oh, meine Fresse. Das hasse ich so. Jason muss einfach nur vor der Tür bleiben und alles ist gestunt. Ey, es lebt noch einer, oder was? Ja, klar lebt er noch. Ja, klar. Hier sind überall ausgelöste Fallen, aber wo? Wo lebt er denn? Tief verborgen. Hier, den findest du niemand, den findest du nie. Guck mal auf deinen Dead Buddy, Alter, ihr Schwuckler. Was macht ihr da? Ich lieg einfach nur da. Echt? Ich lieg einfach nur da, ja. Oh, bei mir liegen sie hier together. Ja, wenigstens habe ich eine geile Alte. Du bist einsam. Einsam und verlassen. Da muss ich mir aber glauben. Was machst du mit meiner Leiche? Ja, hey, Hammer. Leichenschändung. Er macht Leichenschändung. Hammer, nice. Hammer. Wie sie da rumliegen. Ey, sie hat voll den Kopf bei dir im Schritt. So, jetzt die liegt bei mir unterm Auto. Bei mir liegt die unterm Auto und ich lieg so ein bisschen weiter weg. Schau dir einfach meinen Thumbnail an. So, wo könnte er denn jetzt sein, der Bube? Der ist so far away, Alter. Den wirst du nie kriegen, Mann. Den wirst du nie kriegen. Ja, der Typ ist krass. Der Typ ist einfach krass. Der chillt wieder in irgendeiner Hütte wahrscheinlich. Also eine Person ist immer echt schwierig dann, wenn du nicht genau weißt, wo er ist, ne? Ich glaube, wärst du einfach nach links gefahren, wäre dir längst entkommen gewesen, ne? Ja, aber ich wusste ja nicht, wo du hingehst. Konnte ich ja nicht sagen. Ist ja 50-50. Tja, bei mir ist 26, 14, 13. Ja. Verstehst du? Ich bin wie ein Entenpenis. Du weißt nie genau, wo es endet. Genauso missgebildet? Ja, das stimmt. Viele sagen, deine Nase ähnelt einem Entenpenis. Ja, habe ich auch schon gehört. Alter, den wirst du nie finden, weil der ist an so einer Stelle, da geht ein normaler Mensch eigentlich nie hin. Ach ja. Weißt du? Er macht hier Wallace, macht der. Wallace. Da ist er doch. Ja, ich wollte ein bisschen Spannung aufbauen, aber... Guck mal, er hat nur eine Pfanne. Was machst du jetzt? Ich ertränke ihn, Move? Langweiligster Kill aller Zeiten. Richtig schön, Buh, ey. Jason, buh. Nice.
Buh. Jason ist der beste Killer der Stadt. Die einzigen, die wieder was versucht haben, waren nach und der einzige Eierkopf und Keith. Scheiß Snitcher, der geliebt ist, weißt du, so, irgendwer hat dich wahrscheinlich wieder erkannt oder so. Buh. Echt, buh. Und wollte in seiner Aufnahme, weil er hat ja schon 17 Abonnenten, weißt du, wollte er dann ich hab Keith gekillt bei Freitag der 13. Ja, ja. Schaut euch meine Videos an. Ich mache auch Vlogs und Vlogs. Vlogs direkt am Schreibtisch. Mache ich einen Zahnarzt-Vlog, denn ich kriege eine neue Zahnspange. Und meine Mama hat gesagt, ich darf da auch mal filmen dann. Ich krieg einmal die Woche, darf ich das Handy benutzen, deswegen filme ich mich im Badezimmer. Ist dir das mal aufgefallen, dass diese ganzen 10- bis 12-Jährigen so, ja, willkommen zu meinem neuen Video, so ungefähr, dass die so im Badezimmer aufnehmen. Flüsternd. Weil sie denken, hier hören mich meine Eltern nicht. Und meine Eltern haben gesagt, wenn du mit so einer Scheiße anfängst, kriegst du einen aufs Maul. Weißt du so? Ja, ich würde meinem Kind auf jeden Fall eine aufs Maul geben. Und am nächsten Tag in der Schule so, boah, ich schaut euch meinen Vlog an, den ich gestern gemacht habe. Voll krass. Ich habe mit dem Rasierzeug von meinem Daddy gespielt. Vom Stecher meiner Mama. Die haben ja keinen Daddy heutzutage mehr. Ich glaube, wenn ich benutze Rasierschaum von Vater, er macht Dropkick in meinen Nacken. Ja, hier. Da sind sie, die ganzen Fans, Alter. Die ganzen Fans. Wer war denn der Verräter? Das war doch Wallace. Das war doch der Verräter. Ich weiß nicht, war Wallace der Verräter? Ja, Wallace heißt der. Wallace. Wallace. Ja, das war der Verräter. Und der wurde dann durch dich, durch dein Meucheln sogar noch gestärkt und kam wieder als Tommy. Im Endeffekt hast du ihm geholfen. Naja, aber am Ende hatte ich sie alle. Aber ich also, finde diese Kids-Vlogs ab und zu auch ganz unterhaltsam, wenn sie dann irgendwie auch ihr Lego so zeigen oder sowas. Wie unschuldig. Sie spielen halt Unge. Klar, wir haben früher richtige Rollen spielen wollen. Weißt du, wir hatten echte Vorbilder und die spielen Vorbälle. Ja. Ich hatte damals richtig dicke Vorbälle, sag ich dir. Früher hatte man auch Vorbilder, die hatten die Haare so, sag ich mal, so businessmäßig nach hinten glatt, weißt du, guten Anzug, weißt du, irgendwie, die haben mal eine Zigarette geraucht, was während sie eine Frau... Was hattest du denn für Actionfiguren? Bürokratenman, oder? Wieso, Alter, er kauft dir eine Actionman-Figur, der hat schwarze... Ja gut, der war ganz schön amerikanisch korrekt, American der Mann. American Business. Und, tagsüber auf der Wall Street, nachts macht er Action in den Gassen. Ja, weißt du, und heute haben die Kinder Vorbilder so, ich wäre so gern wie er, weißt du, rote Haare, Locken, irischer Fusselbart. Koboldbart. Ja, wirklich, Alter. Weißt du, so, und da sagen die Leute, cool, ich schaue ihm dabei zu, wie er anderen zuschaut, wenn sie was machen. Ist ja der Wahnsinn. Ich finde das eh so krass. Ich meine, es gibt Videos, wo Leute was sich einer anschaut, wo sich dann jemand im Endeffekt anschaut. Ja, ja, oder sich selber anschauen, wie sie reagieren auf was, wo sie drauf reagieren. Das ist doch krass, ne? Dass wir an dem Punkt schon gekommen sind. Cartman Bra! I gotta get out of here. Now. Die Leute können einfach nicht mehr ohne. Ja, aber unsere Generation ist dagegen immun irgendwie. Okay, disorientiert ist Dings geworden. Dann haben wir vielleicht gute Karten, wenn er disorientiert Irgendjemand ist. Irgendjemand wildert hier schon wieder in meinen Hütten rum. Ich bin schon wieder so ein Börsenmakler. Hast du eben gerade gesagt, was that a dream? That was just a dream. Sind so Deutsche, Alter. Guck mal, Alter, der Typ läuft hier auch wieder am Harvis vorbei, also an dem Funker. Wie dumm, ne? Ich hab keine Ahnung, warum. Ich meine, das ist ja, so gesehen sind es ja auch noch Punkte. Punkte und eine gute Tat, aber ja, ist halt diese neue Generation. Neue Generation von dämlichen Vollidioten. Dämlichen, koboldbärtigen Vollidioten, by the way. Zed. What? Oh, was ist passiert? Alter, ja. Okay, nur weil ich Zed gesagt habe? Ja, hat er mich ausgehalten. Das war das geheime Passwort. Das schlechte Englisch, nee, das kriege ich nicht auf die Reihe. Jetzt bin ich mal gespannt. Alter, ich habe 626 Grad Punkte bekommen. Geil, nice. Ja, ich habe auch knapp fast 600. Nicht schlecht, ne? Naja, also richtig nice. Ja, warten wir mal auf die nächste Runde. Vielleicht werde ich ja Killer. Vielleicht hat er sich gedacht, vielleicht ist wieder Killer. Kein Killer. Vielleicht. Warum werde ich nicht Killer? Was ist das Problem? Du bist dem Killer nicht würdig. Komm schon.
werde einfach Killer. Du musst, weißt du, ich habe gestern eine ganze riesengroße Salami-Pizza mit Käse im Rand gegessen und mir ist heute noch schlecht und dann wird man Jason. Das ist das Ritual. Mhm. Du musst nun mal mit deinem Körper zahlen dafür. Dann werde ich Dauer-Jason. Also, ich zahle ja mit meinem Körper für die Let's Plays mehr als jeder andere da draußen. Ich glaube, kein Mensch vergewaltigt seinen Körper und seine Seele so sehr für Let's Plays wie ich. Ich habe neulich auch, das ist so die, ich habe neulich die Energy-Drink-Frage so ausgearbeitet, weißt du, und habe mir so gedacht, ja, weißt du, klar, wenn du jetzt, du bist jetzt müde und denkst, ja, ich könnte jetzt schlafen gehen, aber du trinkst noch einen Energy-Drink, dann hast du mehr vom Tag, aber weniger vom Leben. Also, was ist besser? Ja, aber ich wette, es gibt auch Menschen, die sich jeden Tag 4-5 Drinks reinballern und trotzdem irgendwie 95 werden. Wären die dann 100 geworden? Hätten sie gesünder gelebt? Wäre das so wichtig gewesen, ist die Frage. Außerdem ist es so geil, 70 plus zu sein. Das ist, weißt schon du, chillig. Also, denkst du echt, dass es geil ist, wenn dein Sack runterhängt und dein Rücken wehtut? Naja, aber darum geht's ja nicht mehr. Dann, weißt du, dann gehst du zum Arzt und sagst, was hast denn da? Und er sagt, ja, vielleicht gibt's ja. Ich habe hier eine Liste, machen Sie Ihre Häkchen und dann holen Sie es vorne an in der Apotheke ab. Ja, aber vielleicht gibt's in 40 Jahren auch voll den geilen Shit, weißt du? Den gibt's jetzt auch schon. Also ich ja, glaube schon, dass da draußen in diesem Land sitzen viele alte Menschen gerade in einem Vollrausch, den sie vom Arzt legitimiert bekommen haben. Und wer ist es wieder? Ist es Kreis? Nein. Mayrin. Mayrin. Wo bist denn du? Ich bin Packnack. Ich bin, keine Ahnung, Camp... Naja, eigentlich sind wir ja gar nicht Packnack, aber ich nenn's immer Packnack. Ich bin am Camp Schleckermäulchen. Das sind aber auch geil, die Dinger. So ein Schleckermäulchen, ne? So ein Schleckermäulchen, auch wenn es irgendwie... Ist schon geil. Ja, aber es schmeckt gut. Also, kann ich sagen, ne? Da schleckt man sich schon das Mäulchen nach. Oh nein! Da schleckt man sich schon mal gerne das Mäulchen. Bist schon tot? Noch nicht. Aber ich habe einen Teleport gehört. Und ich weiß Alter, nicht, ich bin hier schon wieder mit dem Pullovermeister. Und alle Schubladen sind krass leer. Aber ein Walkie-Talkie. Ich weiß, warum er hier ist. Wieso? Stromkasten? Ja, der Stromkasten ist hier an dem Haus. Direkt vermint? Ja. Shit. Direkt vermint. Ja, die Minen, die sind schon krass. Die Bärenfallen. Die Bärenminen. Go away. Bats. Oh, ey, dieser Wallas ist schon wieder bei mir. Das gibt's doch nicht. Der stalkt mich. Hast du ihn getroffen? Ich habe ihm ins Gesicht geschossen, ja. Und er hat ganz kurz gezuckt. Und hat gesagt, not with my nipples. Oh, wenn jetzt Waller mich wieder angreift, dann drehe ich durch. Hat sicher meine Machete. Ja, und er rennt genau auf mich zu. Echt jetzt? Ja. Und er greift mich an. Geil. Oh, komm schon. Das ist doch total schwul. Ja, beim Auto. Ja, der will mich unbedingt töten. Das gibt's nicht. Jetzt habe ich wieder dieselbe Scheiße. Jason, hol ihn dir. Hol ihn dir, Jason. Hol ihn dir. Ist Jason bei euch? Nee. Alter, so ein Mongo. Warte, ich komm gleich mit meiner Lederhaut, Alter. Und dann gibt's richtig auf die Fresse. So ein Mongo. War da. Hä? Ach, Karten sind hier. Na, nehmen wir eine mit. Ah, er will mich immer noch töten. Ihr seid Kreis. Am Auto. Am Auto, an der Scheune, ja. Der Typ will mich aus irgendeinem Grund tot sehen. Oh, jetzt bist du natürlich da gelaufen, wo ich nicht hinkomme. Hey, du hässliches Stück Scheiße! Hier ist er. Bring ihn um! Ich habe keine Waffe, ich suche gerade eine. Ich habe eine Pfanne. Warte. Let's kill Valor, please. He's a big snitch. Hier ist Benzin, Alter, hier ist Benzin. Wenn ihr ihn kalt macht, mache ich tanken. Oh, hier sind die Autos. Nee, hier ist ein Messer. Ich versuche zu tanken. Jungs, hä, ich bin wie so ein Mafia-Boss. Mach den tot. Du bist robust, oder? Du hast doch dieses ja. Ich schleck alles weg, Perk.
wo du ja damals auf dem College in dem Duschraum verdient hast. In den College-Duschen hat er sich den geholt, den Perk. Jo, ist betankt, ist Batterie drin. Haben wir jetzt noch die Schlüssel, sind wir raus. Brauch noch eine Waffe. Ist er tot, der Typ? Nein, noch nicht. Ich habe keine Waffe. Alter, der Typ hat mir ein Spray gegeben. Voll nett. Ich habe keine Waffe. Oh, nice. Ah, Motherfucker, ey. Mieser Wichser, Alter. Oh, fühlst du dich jetzt wie er cool? weggeflogen ist. Oh, ich bin so cool. Mieses Arschloch. Wo ist Jason? Opferkind, Alter. Hat jemand einen Schlüssel? Ohne Scheiß. Deine Eltern lieben dich nicht. Hat jemand einen Schlüssel? Die haben dich nur aus sozialtechnischen Gründen bekommen. Hier ist noch ein Spray. Soll ich dich heilen? Nee, ich hab Spray. Notfalls. Okay, dann notfalls heile ich dich. Aber ich hab ja. Ja, aber jetzt wollen wir noch einen Schlüssel. Na? Ich höre Jason. Was machen die anderen denn? Also hier ist alles weggelootet. Wenn, dann nach oben. Weil haben wir den Schlüssel, können wir hier weg. Okay, nur noch Schlüssel. Nur noch Schlüssel, dann sind wir fein raus. Aber mittlerweile gibt's so viele, die dich angreifen. Das nervt halt echt. Ja, ist halt einfach lame. Weißt du, jetzt hat er seine Strafe bekommen. Ich scheiß auf die 1000 Punkte, ganz ehrlich, Alter. Ist mir so kackegal. Aber ich glaube, die hat jetzt dann Eierkopf auf sich genommen. Naja, oh, ich hab die Schlüssel. Lava? Okay. Ja. Hier ist noch ein Heilspray, bei mir. Okay. Hier drüben ist noch ein Heilspray. Wir müssen uns beeilen, Freunde. Dann hol dir noch das Spray. Ich brauch keins, ich hab eins. Und ich hab super Ledernacken. Ich hab eine Latte, Cracker. Okay, ich hab einen Baseballschläger. Nicht, dass jetzt einer noch den Schlüssel vor uns findet, einen anderen und... reinspringt und wegfährt, ne? Ja. Wo ist Jason? To the car, to the car! Ja, dann husch! Tommy, der Autoschrauber! Du musst mich navigieren. Er ist da, oder? Er ist schon hier, ja. Oh ja, nice! Nice! Renn doch außen rum! Rum, rum! Okay. Wahrscheinlich links, ne? Ja, links. Und dann? Links. Links. Boah, no! Oh. Kümmert euch um ihn, ich hab ein Messerchen. Ihr müsst ihn stunnen. Ihr müsst ihn stunnen. Alter, nein! Nein, er schlägt mich tot. Ich komm nicht rein. Oh, fuck. Kommt irgendjemand rein? Ab und zu geht's bei anderen. Kommt jemand rein? Ich bin drin. Okay. Seid ihr drin? Bist du drin? Ich bin drin. Alle drin. Links. Wow, komm schon. Yes! Alter, was ein Ausweichmanöver. Der Dodge da war er. Alter, der Dodge da war er. Dodge da war er. Boah, wir sind raus. Alter, oh. Jetzt komme ich... Ja, Walla kommt als Jarvis wieder. Verrecken sollst du, Walla. Ich habe eine Errungenschaft bekommen. Friday Wallas. Driver. Der Friday Driver. Ah, hast du noch 3 im Leben? Boah, so ein Wichser aber auch. Weißt du, der ist auch wieder direkt bei mir gewesen. Und hat auf mich losgeprügelt. Ja, aber sieht wo halt war Jason, weißt du? Ja, der sieht den Namen und denkt sich so, geil. Ja, geil, ey, krieg ich voll Fame, weil ich so ein dummes Stück Scheiße bin, weißt du? Keiner nimmt mich im Leben ernst, deswegen muss ich versuchen, in Videospielen mein krasses Haram-Ego aufzubauen. Haram-Ego? Ja, weißt du, ich bin nämlich total krass, weißt du? Ich guck nämlich die krassesten Leute und die sagen nichts anderes außer Jarakwala und Südalan. Ja? Und deswegen sind die so hart. Ja. Balas. Auf jeden Fall reporten den Typen. Macht denn Steam dann so bei solchen Leuten sowas? Was machen die denn dann? Nichts? Nee, angeblich machen die was. Also Helen hat immer gemeint, sie reportet ja immer und es würde was bringen.
Gibt auch Leute, die bekommen dann irgendwelche Sperren. Kann man denn eigentlich auch in Freitag der 13. reporten? Ich weiß gar nicht, ob es da eine Report-Funktion gibt. Ich habe sowas noch nie benutzt. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, früher habe ich das ab und zu benutzt bei anderen Sachen, aber so bei Battle.net-Geschichten habe ich es schon mal benutzt. Wenn ich an irgendjemanden offensive Hacken gesehen habe, habe ich auf jeden Fall reported. Ja gut, für sowas jetzt, für so Hacking oder so, ja, würde ich verstehen. Aber jetzt so, wenn einer ein Assi ist, ist er ein Assi. Ich glaube nicht, dass er sich dann belehren lässt, weil dann geht er einfach mit seinem Family-Account online oder so und dann, weißt du, ist ihm das auch wieder egal. Ja, aber wenn man halt nichts macht, verändert sich nichts, weißt du? Vielleicht lässt sich einer von den 100 belehren. Und sagt, ja, okay, war ja, irgendwie scheiße von mir. Vielleicht sollte ich mal wirklich ein bisschen aufpassen, was ich mache. Aber jemand, der Wallace heißt, nicht. Wahrscheinlich. Hä? Chorus HD? Haben wir den nicht mitgenommen? Oder ist da Frosty dann zwischengesprungen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde halt nie Killer. Nee. Guck mal, der hier geht spazieren. Geht einfach spazieren. Der Tommy. Also machst du keine Geräusche? Ja, aber wohin? Ich meine, warum nicht irgendwas Vernünftiges tun? Ich weiß es auch nicht. Entkommen können sie jetzt wahrscheinlich eh schlecht. Ich weiß nicht, ob ein Boot noch da war. Ja, ein Boot ist da. Oder halt Cops rufen. Wie es aussieht, sind hier keine Cops. Nope. Ja, wir wissen doch, wo die Bullen sind. Da, wo du gesagt hast, er hat's vermint. Ja. Stimmt. In Alter, Square Fall Cove. Nein, Alter, das war der Move. Gesehen. Das war der Move, er hat Mann. Nicht, Alter, das war der Move. Das war der Move. Er guckt rein, ist keiner da. Alter, nö. Einfach stehen bleiben. Er hätte ewig gesucht. Er hat keine Ausdauer mehr. Oh, und Mann, da ist der Basie. Oh, die Treppe runter. Oh, das ist ein Versicherungsfall. Oh Gott, der Rückenwirbel. Das ist ein Versicherungsfall, sage ich dir. Die Dinger sind total scheiße, Alter. Damit kriegst du gar nichts hin. Nee, weiß ich nicht. Grillpixer hier. Und, was meinst du? Hat er nochmal Glück? Ich weiß nicht, ob er nochmal Glück hat. Ah, Pix! Ich glaube, der hätte ihn wieder nicht gesehen. Der hätte ihn wieder nicht gesehen. Wahrscheinlich durchgelaufen. Wahrscheinlich, ja. 9 Minuten. Ey, die anderen ist noch ewig. Die hätten sich schon längst verpisseln können, ne? Die anderen hätten irgendwas Sinnvolles machen können, aber... Der eine Typ ist halt ein Arschloch und der andere ist irgendwie verwirrt. Der andere ist wirklich verwirrt, so. Er denkt ja, sich, ja. Steht ein Topf, ich laufe mal um den Tisch, zweimal um den Tisch, das bringt Glück. Wow! Mit dem Grillpixerchen ins Auge. Echt? Ja. Alter, schön Choris. Ins Oche. Choris geht ganz schön typ, ab. Das ist ein Typ, Choris. Poris? Der alte Poris. Der hat einen Poris. Poris Schlecker, ja. Der hat schon einige Löcher gestopft. Ja, Poris Schlecker, der wäre immer der Beste an den Bällen. Poris Schmecker. Ja, der hat schon einiges geschmeckt da unten. Oi, 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 oi. 8 Minutes. Da passiert nicht mehr viel. Alter, do you believe? Gegen ihn hat er keine Chance. Guck mal, wieder ins Ohre. Und jetzt nimmt er noch den Basie mit. Der hat doch keine Chance gegen den Kerl. Den hätte ich doch schon längst hier laufen lassen. Jetzt schließt er hier ab. Ah, ne, er hat aufgeschlossen. Das ist ja so eine Taktik. Ist overpowered. Schließ ab. Poris. Oh, ich wär stehen geblieben. Guck Alter, dann schon wieder. Ey. Ja, der ist ein Geber. Alter, das ist ein richtiger Geber. Der Typ gibt. Der nimmt Jason, mich, der gibt. Da wäre ich ja Jason ja schon längst abgehauen, eigentlich. Ich hätte schon längst jemand anderes geholt. Ja, weißt du so, dann hätte ich mir schon längst jemand anders gesucht. Ja, aber die anderen machen ja nichts. Ja, weil die kaputt sind. Ich wette, der eine kommt jetzt noch und erschießt ihn oder sowas Trauriges. Weil der war ja vorhin bei uns in der Gang. Vorhin war er in der Gang. Der ist ja Teil der Gang gewesen. Oh, Jason ist demotiviert und holt sich jetzt hier Chavessa. Chavezo. Tja, der Nebel, mein Freund. Der Nebel. Da machst du gar nichts. Da legst du dich hin bei so einem Nebel. Oi. Zwirbel. Also ich schaue mir Choris an. Der hat die beste Taktik. Na, weil ich zieh mir ganz gerne Kills rein. Ich will das sehen, wenn jemand, den ich nicht mag, richtig schön leidet, weißt du?
Ich schenke genau mein Ding. Auch dem schenke ich keine Beachtung mehr. Die machen die Franzosen. Ich spucke auf solche Leute. Ich spucke auf dich. Ich spucke auf dich. Ich hier. Flintenhalterung hat der eine. Hä? In der Packneck die ganze Zeit war noch eine Flinte? Flintenneck? Flintneck? Also Kuris und Portkrull? Portkrull? Portkrull. Portkrull? Portkrull? Portkrull ist, ich habe ein Portkrull-Gemälde gemalt. Acryl meinen Sie? Nein, Portkrull. Sie meinen nicht so eine Art Ölfarben? Nein, Portkrull. Das ist, wenn du in deine Popo die Pinsel steckst. Alter. Oh, da wurde aber nochmal abgeflintet. Ich sehe aber nichts, es ist so dark. Ja, nimm doch das Fenster, Dude. Hast keine andere Wahl. To the window! Oh. Er schmeißt noch Crackle. Und? Er kommt nicht durch. Ah, verarscht. No, Krill! Krill, Ah, der arme Krill. Der arme Krill. Krüll Wern, aber jetzt ist Koris noch da. Der das alte. Ist, wenn du einen Pinsel in deine Popo, dann schlackerst du viermal im Kreis und Pinsel? Malst dein Gemälde. Aber beachte, dass du nur die weichen Borste nimmst. Guck mal hier an der Wand, siehst du das? Das Gemälde ist wahrer. Portkrüll? Portkrüll. Guck mal, Achtung, und jetzt kommt er hier. Da ist er wieder. Da ist er. Mit seinem 70er-Jahre-Lächeln. Noch mit dem Sandstrahler die Zähne abgespritzt. So wurde damals Black entfernt. Die wurden da einfach weiß geschossen. Daher der Ausdruck Black and Play. Ja, Black and Play. Das war dann aber eine ganz andere Herkunft. Oh, ich kenne Frauen, die placken, ne? Also ist echt angesagt. Die haben auch nicht Black auf den Zähnen. Ich habe ja hier so einen Amazon-Link, ne? Da wird oft ein Black gekauft. Nee, also im Monat habe ich schon so meine 2-3 Plugs dabei. Da kauft wieder irgend so eine Mutti von so einem Gamer-Nerd, weißt du? So eine Alleinerziehende, ja, die muss placken. Ist schon bei 6 cm Durchmesser angekommen. Die macht das schon eine Weile. Was ist denn da los jetzt, Koris? Was ist denn da wieder für ein Gemälde? War der hier an der anderen Wand? Siehst du, es ist irgend so ein Typ mit so einem merkwürdigen Pulli. Ist das Kevin Smith? Boah, Alter, er ist aber einer, der austeilen kann, ne? Ja, aber mit allem so ein, auch mit dem. Ja, mit allem. Mit dem Fischerhaken. Guck mal hier, da hat sich noch ein Basie gesichert. Reserve-Basie. Er hat immer irgendwas am Start. Krass eigentlich, ne? Guck mal, da liegt noch ein Latex auf dem Tisch. Hat er sich bestimmt auf seinem GPS klar, markiert. Ja. Boah, Hechtsprung. Pottgrüll. Alter, das ist ja mal ein Survivor. Also wirklich, der hat sich's verdient. Der hat sich's verdient, wenn er überlebt. Und da. Oh, taktischer Fehler. Und da ist es vorbei. Ein Fehlschwung. Tja. Da gurgelt er. Wenn du machst zu viel Auge auf Maske, dann ist vorbei. Ja, dann kriegst du Ärger. That's my good boy. Mommy has a reward for you. Come home. Das war mal wieder eine waghalsige Runde mit Emotionen und Verrat. Ja, höchster Ebene. Auf Königsebene. Wenn ihr den Typen seht, einfach abstechen. Einfach abstechen, Leute. Im Game. Natürlich im Game. Ja, geht bitte jetzt nicht auf die Straßen und macht irgendwie so eine Hamburg-Aktion. Das wollen wir jetzt nicht damit bezwecken. Gut, danke fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Beim nächsten Mal wieder reindudeln. Immer schön dudelig bleiben und tschüss. Hui. Dudel.